Willkommen zu einer neuen Folge No Hirn TV. Ich bin schon wieder bei meinem Battle hängen geblieben. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist wieder was richtig Krasses passiert. Kurz zusammengefasst, heute habe ich ein Video aufgenommen, wo ich den Account von Maze Master umgenannt habe in Iva Pikant, dass der eben zur Iva-Familie passt, dass das alles Hand und Fuß hat. Iva scharf, Iva mild, Iva soft, Iva kids, Iva Pikant, ganz neu und frisch. Vorhin habe ich das Video aufgenommen, habe es hochgeladen. Das war für euch am Montag, weil ich jetzt Dienstag kommen aber die neuen Cresselia Raids, das ist schon ausgeplant. Mittwoch ist Raider Mittwoch, das ist ausgeplant. Also werdet ihr dieses Video hier wahrscheinlich am Donnerstag sehen, ist aber am Montag passiert. Am Montag, als ich den Maze-Account umgenannt habe, habe ich danach einen Bronze-Raid gemacht, der direkt hier bei der Haustür war. Ich kann es mal kurz meinen Bildschirm zeigen. Ihr seht, mein Männchen läuft ja jetzt hier rum. Und hier ist also die gelbe Arena an den Stolpersteinen. Wenn man da mal drauf drückt, das ist die Hausarena. Und der Raid ist erledigt, sieht man hier schon. Dann habe ich den Raid gemacht mit 5 Accounts. Habe mich umgemeldet nochmal mit 5 Accounts. Habe mich nochmal umgemeldet nochmal mit 5 Accounts. Also 15 Mal Bronze ohne Shiny. Und nach dem Raid ist es passiert einfach, du und Iva Pikant seid jetzt Glücksfreunde. Richtig genial. Bin also direkt nach der Namensnennung beim ersten Raid aufgestiegen zu Glücksfreunden und kann jetzt wieder einen Spezialtausch machen, also einen Glückstausch. Wir gehen jetzt mal hier rein, wir suchen hier mal den Iva Pikant. Da seht ihr es auch schon. Bei dem anderen seht ihr es auch hier drüben. Ich habe das jetzt, glaube ich, gleichzeitig hier. Vielleicht kann ich mich ja mal in die Mitte schmuggeln. Wir drücken mal hier drauf und da seht ihr schon Glückstausch. Und das sieht richtig genial aus und das wollen wir jetzt machen. Die ganze Zeit habe ich eigentlich darauf gewartet, dass Maze eben ein Glücksfreund wird, beziehungsweise Iva Pikant, da ich, geben das mal kurz hier einschillernd, da ich hier ein Shiny Lapras habe, was ich die ganze Zeit tauschen wollte, weil ich unbedingt einen Lucky Shiny Lapras haben wollte. Ein Shiny Lapras habe ich und ich wollte noch einen Shiny Lapras als Lucky, denn das sieht richtig gut aus. Egal zu allem, was ich sonst hier gesagt habe, Lucky Shiny Lapras ist einfach richtig genial. Wir geben dem Maze, also dem Pikant, damit er ein paar gute Angreifer hat, ein paar gute Viecher, mal ein, was ist ein wenig, 71, ein wettergeboostetes Groudon. Groudon kommt ja jetzt auch dann bald wieder zurück. Und Groudon, richtig gutes Pokémon, deswegen kriegt der einfach mal einen Groudon hingezimmert. Wir werden jetzt aber nicht das Shiny Lapras traden, denn jetzt war ja der Lapras-Tag. Dieses Lapras ist aus der Quest eben, ist nur Level 15. Wir haben aber natürlich auch Level 20er aus dem Raid bekommen, das würde sich viel mehr lohnen, so eins zu tauschen. Ist leider hier bei dem Pikant-Account nicht drauf, aber bei den anderen verteilt. Da warte ich also, bis da mal einer Lucky Friend ist, um mir einen Shiny Lapras rüberzugeben. Vor allem, weil das ja auch diese Legacy-Moves kann, eben Eisstrahl, Eissplitter. Und das hier hat nur Aquaknarre Surfer, könntet ihr wechseln auf Blizzard oder so. Aber wir wollen ein Shiny Lapras mit Legacy-Moves auf mindestens Level 20, vielleicht sogar mit Wetterboost, Level 25 traden. Also gehen wir von dem Lapras zurück, machen das nicht und haben eben noch, was mir auch fehlt, was ich noch nicht habe, Meltan. Denn ich habe noch keinen Lucky Meltan. Und Melmetal, trotzdem auch ein cooles Pokémon. Ich habe ein normales Melmetal entwickelt, ein 100%iges. Und jetzt wollen wir hier mal ein Shiny Meltan nehmen und tauschen. Vielleicht habe ich dann auch noch ein 100%iges Shiny Melmetal. Und ihr habt natürlich, ach, da ist noch der Haken dran oben, den müssen wir auch noch wegmachen. Gibt es noch ein Bonbon dazu? Und ich habe natürlich den Lucky-Eintrag dazu. Da muss ich die normalen Meltans nicht tauschen. Die kann ich dann eigentlich alle komplett weghauen, wegschmeißen, dass mal wieder Platz auf den Accounts ist. Aber wir drücken jetzt mal hier. Wir wollen den Spezialtausch ausführen. Er bekommt ein starkes Groudon. Hoffentlich, das ist schon wieder geboostet, wie ihr seht. 29,39 müsste das links haben auf der Seite. Bei dem Meltan habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber wir drücken natürlich gleich den Satz durch. Und ich bin richtig hibbelig gerade. Hibbelig und aufgeregt.
Und wir haben 516 und 2884. Wir bewerten erstmal hier drüben. Kann es im Kampf mit allen aufnehmen. KP wirklich hoch. Ist also nicht so krass. Trotzdem ein gutes Groudon mit Wetterboost. Und was man sich, na gut, er hat gar keine Bonbons, also kann er es auch nicht hochziehen. Aber was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Shiny Meltan als Lucky. Kann es mit allen aufnehmen. Angriff, Verteidigung sind die besten, die ich je gesehen habe. Das ist richtig genial. Und für den Lucky-Eintrag wollen wir das jetzt auch direkt gleich mal entwickeln, damit er auch abgehakt ist im Pokédex. Was war das jetzt? Angriff und Verteidigung. Vielleicht ist das sogar ein 98-prozentiges. Das wäre natürlich richtig cool. Aber wir wollen uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da kann nämlich einiges schief gehen. Das habt ihr jetzt hier. Ein Lucky Shiny Melmetal für eben den Lucky Dex extra rangezüchtet. Und sobald ich bei dem anderen irgendwo mal nochmal Lucky Friend werde, suche ich mir auf jeden Fall ein Shiny Lapras und tausche das rüber. Das können wir ja dann auch wieder zusammen machen. Ihr könnt jetzt natürlich mal reinschreiben, was war euer letzter Lucky Trade, was habt ihr zuletzt beim Lucky Trade getradet? Jetzt kann ich mich wieder hierher schieben. Und was wollt ihr auf jeden Fall noch traden, was spart ihr euch auf für einen garantierten Lucky Trade? Was sind eure Favoriten, die ihr da noch traden möchtet? Das war es aber von meiner Seite aus. Richtig genial auf jeden Fall, habe ich mich gefreut. Ein Raid gemacht, bam, gleich Lucky Friend. Und der Spezialtausch für heute auch schon abgehakt. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.